Es war wie Kindergeburtstag XXL, was da die Organisatoren zur Kindertagsparty 2015 in Döbeln auf die Beine gestellt haben. Der Niedermarkt und die Breite Straße avancierten am Dienstagnachmittag des 2. Juni zu einer riesigen Partymeile für Kinder. Deren Herzen schlugen höher, als sie bei der Feuerwehr zur Spritze greifen durften oder mit der Bahn ein paar Runden drehen konnten. Zuckerwatte, Hüpfburg, Geschicklichkeit, die Summe der Möglichkeiten war immens. Auf der Bühne erzählten Pantomimen aus Ehrenberg die Geschichte von Kinderfreundschaft und Ausgrenzung. In der Breitenstraße ließen sich die Kinder schminken. Prinzessinnen und Batman standen hier besonders hoch im Kurs. Neben dem Kinderschutzbund präsentierten sich hier vor allem die Sportvereine. Der Kletterberg des SV Vorwärts Döbeln war wie ein Fels in der Brandung. Immer wieder erklommen die Kids den luftgefüllten Gummifels. Beim SV Vorwärts Döbeln ging es auch um Reaktionsschnelligkeit. Immer wieder schoss der Tischtennisball aus der Ballmaschine auf die Platte. Und mit ein wenig Geschick landete er beim Fänger. Dahinter wurden die Bälle etwas größer. Die Fußballer des DSC hatten ein Minispielfeld aufgestellt und dabei so manches Talent gesichtet. Glücksräder drehten ihre Runden natürlich auch bei der Verkehrswacht. Hier war natürlich Wissen rund um das richtige Verhalten im Straßenverkehr gefragt. Den Fahrradparcours nutzten die Kinder ebenfalls sehr eifrig. Nur manchmal vergaßen sie in der Aufregung die Schutzhelme. Auf der Bühne zeigten derweil junge Talente wie Lea, was sie können. Davon war auch Glückspilz Winnie begeistert. Eine rundum gelungene Kindertagsparty, bei dem nur die zwei Thüringer etwas zickig rüberkamen. Das aber sehr zur Freude der Kinder. Davon tummelten sich auch in diesem Jahr zwischen Niedermarkt und Breite Straße wieder recht viele.